Ihr möchtet eure Ernährung umstellen, weniger Kohlenhydrate essen, jedoch nicht auf euer Frühstücksbrötchen verzichten? Dann habe ich etwas für euch. Was gibt's denn heute? Ein Haferflockenbrötchen und wir brauchen da nur ganz wenig Zeit, also 15 Minuten im Ofen, 5 Minuten zusammengerührt. Das heißt, ich muss nicht zum Bäcker laufen, wenn ich nichts habe, ich backe mir die schnell selbst. Ganz genau. Super. Mein Name ist Karin Knorr. Ich bin seit über 10 Jahren Ernährungstrainerin und Dozentin. Ich zeige euch, wie man mit einer Handvoll Zutaten und wenig Zeit Leckereien auf den Tisch zaubern kann, die gesund sind und viele Nährstoffe haben. Ihr braucht für die Zubereitung nur eine Schüssel, einen Schneebesen und ein Förmchen bzw. mehrere. Und los geht es. Diese Brötchen, wie ihr seht, sind sehr schnell zubereitet, bieten unheimlich viele Nährstoffe, unter anderem die Haferflocken haben essentielle Aminosäure, B-Vitamine und viele Ballaststoffe. Der Hüttenkäse und die Eier geben eine extra Portion Eiweiß. Die Brötchen passen gut in die Gewichtsreduktion und sind empfehlenswert für Diabetiker und alle, die sich gesund ernähren wollen. Minuten haben die gebraucht, bis sie fertig sind. Nehmt das Stäbchen und probiert es. Vielleicht brauchen wir auch ein bisschen länger. Sehen hübsch aus und die können jetzt mit süßem Belag, also mit Marmelade oder Honig, aber auch mit herzhaften Aufstrichen gegessen werden. Wir haben gleich einen Feta-Dip, glaube ich, mit Datteln oder zumindest einen Datteldip, in dem auch Käsegeschichten drin vorkommen. Ganz genau. Wenn ihr mehr von mir wissen möchtet oder ihr braucht Hilfe bei der Ernährungsumstellung, dann bin ich gern für euch da. Schreibt mir in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert den Kanal Karin Knorr Ernährungstraining. Ganz genau. Tschüss. Tschüss.